Die Feuerwehr in Australien kann nach langen Kämpfen gegen die dort tobenden Buschbrände erste Erfolge verbuchen. Der größte Buschbrand konnte nämlich unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales teilte mit, sie habe endlich das Gosport Mountain Fire eindämmen können. Das gigantische Feuer war Ende Oktober im Wallaby-Nationalpark ausgebrochen. Auch im Blue Mountains National Park konnte das Feuer gelöscht werden. Insgesamt vernichteten die Brände bislang eine Fläche von mehr als 8 Millionen Hektar, etwa so groß wie Österreich. Mindestens 27 Menschen kamen dabei ums Leben. Paul Willmann uns zugeschaltet, er ist nach wie vor in Australien unterwegs. Paul, so wie sich das im Moment anhört, scheint sich die Lage, man ist vorsichtig, aber so ein bisschen zu entspannen, oder täuscht das? Das ist völlig richtig. Nur die letzte Woche hat gezeigt, wie schnell sich das auch immer wieder ändern kann. In manchen Teilen ist das Feuer weitestgehend unter Kontrolle. In anderen haben sich verschiedene Feuer zu einem größeren zusammengetan. Und das sind dann auch wirklich Konstrukte, in denen Temperaturen entstehen, in denen Brände entstehen, die beispielsweise auch schwerere Regenfälle überstehen. Auch das haben wir in der letzten Woche gesehen. Also durchatmen will hier keiner so recht. Und trotzdem ist es natürlich ein Erfolg für die Feuerwehr, dass man hier einige Brände unter Kontrolle hat. Man redet immer viel über Evakuierungen, man redet viel über auch Feuerwehrmänner, die sterben in den Flammen. Und trotzdem ist es auch vor allem eine Tragödie für die Tierwelt. Die Hochrechnungen, die sind sich nicht ganz einig. Man weiß nur, dass es mehrere Millionen, hunderte Millionen Tiere sind, die wahrscheinlich auch in den Flammen gestorben sind. So richtig kann man das noch nicht abschätzen, weil es ja auch immer noch im Gange ist. Wir haben auch einmal nachgeschaut bei denen, die den Tieren helfen, die dann eben auch die Tiere aufnehmen, die aus den Wäldern kommen, die vielleicht auch ihre, ja, die allein durchkommen müssen irgendwie. Eine davon ist eine deutsche Auswanderin, die Tiere aufnimmt hier ganz in der Umgebung. Wir waren bei ihr und haben ihre Arbeit begleitet. Dann kommen über Nacht die Füchse und holen. Der kleine Tim trägt den Namen seines Retters. Ein Feuerwehrmann hat ihn zu Kerstin gebracht. Auf ihrer Farm kümmert sich die deutsche Auswanderin um Patienten wie den kleinen Wombat. Ja, der wurde gefunden, als er ganz alleine aus der Feuerzone herausgelaufen ist. Da war keine Mutter dabei. Es wird einfach angenommen, dass die Mutter Wombat umgekommen ist in dem Feuer. Die meisten werden hergebracht, wenn das Feuer längst weg ist. Australiens Tierwelt ist angewiesen auf Helfer wie Kerstin. Ohne staatliche Hilfe, ehrenamtlich, packen tausende Farmer mit an. In einer Notsituation, die für viele Tiere im Busch nicht weniger als eine Katastrophe ist. Das Buschfeuer wechselt schnell die Richtung. Die Tiere können gar nicht schnell genug wegrennen. Ihr Lebensraum und ihre Nahrungsquellen werden zerstört. Eine extreme Lage, die laut Experten der neue Normalzustand werden könnte. Kerstins Einsatz wäre dann erst der Anfang. Wir machen es jetzt seit 14 Jahren, die Tiere. Wir haben zum ersten Mal so ein extremes Buschfeuer erlebt. Wir müssen noch abwarten, was passiert, wie die Tiere und wann die Tiere reinkommen. Und wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt. Es ist alles sehr, sehr chaotisch momentan. Wir müssen einfach jetzt erstmal tief Luft holen und gucken, was für Waldtiere kommen an uns zu uns zurück. Ohne Spenden oder staatliche Hilfe kann sie bald keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Die aber werden kommen, solange das Feuer im Busch noch brennt. Man kann es nicht oft genug wiederholen, das Ganze passiert ehrenamtlich und das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Gerade auch die Tierpflege, die ist aufgeteilt auf dem Land, dass das immer wieder auf verschiedene Farmen verteilt wird. Man versucht hier irgendwie zusammenzuhelfen, aber das Schlimmste, das kommt wohl erst, weil erst Tage nachdem das Feuer dann da war, die Tiere wirklich eben in diesen Stationen ankommen und sich dann erst darum gekümmert werden kann. Wie viele das am Ende werden, das weiß man jetzt noch nicht, denn es gibt ja immer noch viele Feuer, die auch in ganz Australien und vor allem hier im Südosten noch wüten. Paul, danke schön.